Stefan, was machst du denn heute auf dem Platz? Probe liegen für den Vatertag, oder was? Ja, und bei der Eintracht sind sie immer noch am Feiern, ne? Boah, wenn ich mich echt gefragt habe, bei den Bildern, wer hat einen Meerbrand? Der Frankfurter Römer oder Eintracht-Präsident Peter Fischer? Peter Fischer, ey. Der leibliche Vater von Mario Basler. Der hört sich genauso an, ey. Ja, und ich glaube, der Martin Hinteregger von Frankfurt, der sitzt immer noch im Oberbayern da. Was ein geiler Typ, feiert da mit den Fans. Ey, bitte, Ike Hüftgold, mach den Song, ne? Wer nagelt mehr als ein Dachdecker? Martin Hinteregger. Wer ist bei UNO top auf Decker? Martin Hinteregger. Wer schwimmt vom Main bis an den Neckar? Martin Hinteregger. Geiler Typ. Stefan! Psst. Dich haben wir hier auch nur noch in der Mannschaft, dass wir beim Lieferdienst auf den Mindestbestellwert kommen. Frankfurt logischerweise Autokorso, 100.000 Menschen hätte die Stadt Frankfurt fast nicht genehmigt. Klar, logisch. Ich meine, wenn die seit zwei... Aber wenn du schon so einen Oberbürgermeister hast wie in Frankfurt, wisst ihr, was da passiert ist? Das ist das Allergeilste, ne? Dein Team kommt an, am Römer. Du kommst überhaupt nicht mehr durch die Stadt. Der Frankfurter OB, Peter Feldmann, geht auf den Glasner zu. Der hat den Pokal in der Hand, der Glasner. Und der Feldmann nimmt ihm den Pokal ab und rennt auf den Balkon, als hätte er das Ding geholt. Und ich mir denke, aber liebe Frankfurter, macht euch keinen Kopf. Freddy Bobic hat für den Feldmann bestimmt einen geilen Job bei Hertha BSC Berlin. Ja, bei der Hertha stellt sich jetzt dann auch die Frage, wer wird neuer Trainer nach Magath? Wer passt zur Hertha? Ja, am besten Stromausfall. Hier Kevin Prinz Boateng und Magath haben sie jetzt auch ausgesprochen. Der Kevin so, Trainer, du musst mal mehr Gefühle zulassen. Und der Magath, ja, Sinn zu. Zur Vorbereitung aufs Relegationsspiel beim HSV war der Magath mit seinen Jungs nochmal wo? Escape Room. Der Magath so, Männer, ihr seid alle in einem Raum und musst versuchen rauszukommen. Und der Selke so, also ist praktisch wie in der Kabine, nur ohne Gehalt. Ich glaube ja, der Magath war mit dem Windhorst vorm HSV-Spiel auf der Reeperbahn noch im Casino. Schön am Roulette-Tisch. Hier, machen wir alles auf die Null. Mal Tipp an den Windhorst, dann investier doch mal in plastische Chirurgie. Quietsche Entchen für Brustimplantate. Macht auf jeden Fall mehr Spaß als bei der Hertha. Spielt keine Rolle, was du da für eine Kohle hast bei Hertha oder nicht. Bei Hertha spielt Geld so wenig eine Rolle. Die bieten nächste Saison im Stadion noch einen neuen Snack für die Fans an. Einfach so eine Scheibe Toast mit Kleingeld drauf. Das Sandwich. Patrick, dir schmier mir gleich hinten drauf Marmelade. Fällst du dann beim nächsten Foul auf den Rücken, dann bist du ein Brot. Ja, und RB Leipzig hat einen DFB-Pokal gewonnen. Das erste Mal in der Geschichte des DFB, dass kein Verein den Pokal geholt hat, sondern ein Konstrukt. Dann kippt der Kampel auch noch Red Bull in diesen DFB-Pokal. Naja, kann der DFB-Pokal bei der Feier jedenfalls nicht runterfallen. Hat ja Flügel. Wer Red Bull in den DFB-Pokal kippt, hat den Fußball nie geliebt. Unser Hermann, der wartet ja noch, dass McDonald's bei uns einsteigt. Dann können wir 2042 Pommes aus dem Pokal fressen. Hermann, ab nächster Saison haben wir eine neue Nummer 1. Im Tor aus Südostasien. Zuhälter! Ja, und das Trainerkarussell in der Bundesliga ist für mich so undurchsichtig wie die Frage, warum packen wir runde Pizzen in quadratische Form, um sie in Dreiecken rauszuholen. Und Gladbach setzt jetzt echt auf den Favre. Ich glaube, ich hole mir eine Mundharmonika, renne durch die Katakomben vom Stadion in Gladbach und dann spiel mir das Lied vom Tod. Beim Favre, da musst du aufpassen, ne? Kommt er mit dem Auto ans Stadion gefahren, findet da keinen Parkplatz, dann fährt er wieder nach Hause, weil er denkt, ja, die haben ja eh genug Leute hier. Und die Gladbach-Fans treten jetzt noch nach beim BVB wegen des Rose aus, ne? Wer im Stein sitzt, der braucht aber nicht mit Glashäusern schmeißen. Christian, du bist doch so voll, du bist ja eben an Flutlichtmast gerannt, hast versucht aufzuschließen mit den Worten, oh Scheiße, die Alte ist noch wach, es brennt noch Licht. Ja, und Hoffenheim hat den Breitenreiter sich gesichert, Überraschungsmeister geworden mit dem FC Zürich, ne? Die Schweiz, die alte Fußballnation, ne? Sagst du da zum Spieler, ab auf die Bank, dann rennt er aufs nächste Kreditinstitut. Wo Breitenreiter draufsteht, da ist Mittelfeld drinne. Frag mich, wie sind da die Gespräche gelaufen zwischen Breitenreiter und TSG-Vorstand? Der Breitenreiter so, wollen wir Verstecken spielen? Und wenn ihr mich findet, dann werde ich bei euch Trainer. Und der TSG-Vorstand so, wenn wir dich nicht finden? Und der Breitenreiter, ich bin im Schrank. Andi, du stinkst halt wieder wie ein Iltis. Fährst du mit dem Bus nach Hause, ne? Kannst du dir beim Busfahrer einen Duftbaum nachlösen? Kevin! Boah, der ist so hohl, der hat versucht, Herzrasen zu mähen. Nochmal. Ja, und bei der Eintracht, da sind sie immer noch am... Hier, Kevin Binz. Ja, setz mal an. Komm, wir gehen in den Escape Room. Ihr seid alle im Raum und muss versuchen... Nochmal, Escape Room. Ihr seid alle in einem Raum, Männer, und muss versuchen rauszukommen. Nochmal, Mann! Zur Vorbereitung aufs HSV-Relegationsspiel, ne? Nochmal. Ja, Mann! Psst. Ab nächste Saison haben wir eine Nummer neue eins. Nummer neue eins.